Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße recht herzlich zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus dem grau-nassen Thun. Wir haben folgende zwei Beiträge in der Sendung. Lab-Books, oder anders gesagt, stilechte Wissensvermittlung und eine nicht alltägliche Sportart auf dem Pferd. Im Rahmen der überbetrieblichen Kurse vom Verband Schweizer Papeteristen zeigen die angehenden Absolventinnen und Absolventen ihr Können in Form von Plakat mit komprimiertem Lernstoff. Sogenannte Lab-Books. Mein Kollege, der Patrick Schmid, war an so einer UK-Schulung in Zollikofen vor Ort und hat sich das Ganze ein bisschen genauer angeschaut. Wir haben den Auftrag bekommen, ein Lab-Book zu gestalten. Und ein Lab-Book versteht man eigentlich wie ein Poster, das man zusammenklappen kann, und nachher so ein bisschen darüber ausgeht zum Beispiel. Das Thema Haptik habe ich jetzt genommen. Und da ist eben Handlettering vor allem auch dabei. Und nachher unten noch die andere Hand, die das Papier hält. Und das widerspiegelt mich eigentlich auch so ein bisschen, weil eben Malerei mein Hobby ist. Und nachher auch das alles habe ich wie selber gezeichnet und so ein bisschen die wichtigsten Punkte dazu geschrieben. Das Lab-Book ist eine kreative Zusammenfassung von einem der vergangenen drei Präsenztage, die Sie herauslesen konnten. Und das war die einzige Vorgabe, das muss auf einem A3-Blatt sein und dass die Informationen zu diesem Tag die wichtigsten Themen festgehalten sind. Unter normalen Umständen kommt das Lab-Book einfach zu mir. Ich bewerte es bewerten und Sie bekommen es wieder zurück. Das war es. Und jetzt das Mal haben wir das grosse Glück, dass die Haptik das noch aufzeigt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dass Sie sich für das Projekt so viel Zeit nehmen und sich so fest Mühe geben, das finde ich wirklich extrem lobenswert. Ich habe das Thema ausgewählt, weil es ist halt das erste UK-Thema, das wir hatten. Und das war auch bis jetzt mein Lieblingsthema. Es war halt schon mega viele Informationen an einem A3-Blatt, können alles reinpassen. Aber ja, einfach halt die wichtigsten hergeschrieben und probiert mit den Faltungen im Papier zu schauen, dass ich auch dort drauf noch Platz habe, etwas zu schreiben. Der überbetriebliche Kurs von unserer Branche ist unser Anliegen, dass er hier stattfindet, bei uns in Simplex in Zollikofen. Der Grundsatz ist, wir wollen die Jungen und den Nachwuchs von unserer Branche unterstützen. Spannend ist, sie gehen alle Sortimente und durch alle Themen von unserer bunten Papeteriewelt letztendlich. Wir sind ein Teil davon. Und insofern, ob es um Etiketten, Glückwunschkarten oder auch das Thema Schule, Schulanfang geht, im weitesten Sinn ist es auch wieder mein Ziel, wenn sie hier ein bisschen Simplex Luft schnuppern, sind ihnen die Menschen bei uns vielleicht schon ein bisschen bekannter oder vertrauter und letztendlich aber auch unser Sortimentportfolio. Materialien habe ich eigentlich vom Geschäft. Manchmal hatte ich noch Sachen daheim, wo ich viel selber auch kreativ bin. Es braucht recht viel Zeit, ich kann nicht zählen, wie viel ich wirklich hatte. Aber ich habe einen Monat vorher angefangen und ich habe alle zwei Tage daran gearbeitet. Papeteristinnen sind viele sehr kreative Frauen, die halt auch das Material gerne haben. Und wenn wir so etwas basteln, sind wir natürlich auch ihre Quellen. Absolut top, wie sie heute ausgerüstet sind. Man muss vielleicht hier auch noch kurz dazu ergänzen. Wir als Simplex, aber auch ganz viele andere Lieferanten aus unserer Branche, haben ja geholfen, die Branchen- und Lernplattform aufzubauen, dass die Unterlagen und die auch digitalen Möglichkeiten aktuell sind. Und insofern finde ich es super, dass wir in einer haptischen Welt den digitalen Weg auch gehen. Von der Schulbank wechseln wir jetzt raus in die Natur. Ein galoppierendes Pferd und dort drauf toppen eine Person, die Bogen schiesst. Was viele vermutlich nur aus dem Film kennen, ist für Josiane Müller Alltag. Meine Kollegin Talina Dubach hat einen Blick hinter die Kulissen von diesem Nischensport, der in den letzten Jahren ziemlich beliebt wurde, geworfen. Ich bin Josiane Müller auf dem Marlenberg-Schürdenheim im Emmittal. Und das ist meine Stute Gerbaya. Bafran Gerbaya heisst sie eigentlich, 15-jährig. Und geht mit mir seit 10 Jahren durch die Kuh. Wir haben im 17. zusammen das angefangen, das Abenteuer. Ein bisschen auf rasante Weise. Und haben dann geschafft und sind weitergekommen. Und gehen jetzt momentan gut international. Fast ein bisschen wie im Wilden Westen. Nein, also wir sind eingeschränkt. Wir haben Strecken, die abgesteckt sind, wo wir durchkommen.
bist du einfach im Galopp, der zählt. Dann bist du mit dem Ross bist connected, dass du super galoppieren muss und du oben dran nicht Bogen schiessen. Also eigentlich Punkte suchen. Wir haben drei Hauptdisziplinen. Die eine ist der Raid. Und der ist auf 90 Meter und das Ross muss in 14 Sekunden durch, dass wir in den Punkten drin sind. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Scheiben, wo man einfach nur einmal schiessen darf, die zählt. Und wenn die sechs Läufe durch sind, wird alles zusammengezählt, dann hat man die Wertung. Dann ist der Tower, der ist auch auf 90 Meter, aber in 18 Sekunden. Die drei Scheiben sind in der Mitte und man hat Zeit, so viel zu pfeilen, vorwärts, seitwärts und retour zu schiessen, wie man kann in diesen 18 Sekunden. Und die letzte Disziplin, Königsdisziplin eigentlich, der Hand, Jagdparcours auf Deutsch. Alle 20 bis 30 Meter, je nach wer er stellt, eine Scheibe zum Schiessen, Öffnungsgelände, Sprünge drinnen, einfach wow. Köcher mitnehmen, der geladen ist und los geht's. Das letzte Turnier der Schweiz macht immer Spass. Heute ist es noch etwas speziell, weil wir den European Grand Prix drinnen haben. Wir haben Gastländer, Polen, Türkei, Finnland und Schweden und natürlich die Schweiz, die antritt. Dann sehen wir den, wo die Schweiz dann wieder landet. An dieser Stelle schalten wir doch kurz ins Studio auf Bern zu meinem Kollegen Peter Wech. Er stellt nämlich den nächsten Gast vor der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vor. Herzlich willkommen zu «Zusammen im Zentrum», das Tagformat der Plattform J. Mein heutiger Gast ist Marco Rima. Er ist mit dem 8. Programm unterwegs und das hat den Namen «Don't Worry, Be Happy». Ja, das war es auch schon wieder vor der heutigen Panoramasendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Ob es mit dem Wetter so regnerisch, nass und kalt weitergeht, das verraten jetzt Kollegen von Meteo News. Ich sage merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Schön schauen Sie das Wetterupdate auf der Plattform J, meine Damen und Herren, am Dienstagabend. Wir haben den 1. Oktober und wir sind trüb und nass im neuen Monat reingestartet. Also wir haben eigentlich so weitergemacht, wie sich schon der September präsentiert hat. Der September ist auch deutlich zu nass ausgefallen. Hat auch weniger Sonne gebracht als im Durchschnitt. Die Zusammenfassung können Sie jetzt nachschauen und nachlesen unter metinews.ch. Schauen wir, wie sich das Wetter bei uns in der Region Bern in den nächsten paar Stunden und Tagen weiterentwickelt. Heute haben wir, wie gesagt, viel Feuchtigkeit gehabt, die uns erreicht hat. Die zieht morgen weiter Richtung Osten. Dahinter gibt es eine leichte Wetterbesserung. Heute Abend und in der Nacht auf dem Mittwoch regnet es aber zum Teil noch kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1800 Meter. Morgen vor allem Richtung Oberland noch zeitweise nass, sonst dann längere trockene Abschnitte und auch die Sonne wird sich zwischen den Wolken zeigen. Allgemein morgen am Mittwoch ein veränderlicher Wettercharakter, eben mit einem Mix aus Sonne und Wolken und speziell Richtung Oberland gelegentlich auch Regengüsse. Die Schneefallgrenze bei knapp 2000 Meter und die Temperatur erreicht maximal 14 bis 15 Grad. Die Temperaturen gehen dann noch ein bisschen retour bis am Freitag. Die Schneefallgrenze kommt auch noch ein bisschen runter auf 1600, 1700 Meter. Es gibt gelegentlich noch ein bisschen Niederschlag am Donnerstag und Freitag. Dazwischen aber auch ein paar Sonnenstrahlen. Am Wochenende dann trocken mit Hochnebelfeldern, Wolken, aber eben auch der Sonne, die sich zeigen kann. Und Anfang der Woche ebenfalls zum Teil sonnig. Und wir sehen, die Temperaturen steigen dann wieder an auf recht milde Werte. Das war vom Wetter hier auf der Plattform J, dem Dienstagabend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.